Herzlich willkommen bei Sinova Psychologie. In unserer Sendereihe über die Zweierbeziehung sind wir jetzt bei dem Bereich besonderer Partnerschaften. Und ein Spektrum der besonderen Partnerschaften sind die interkulturellen Partnerschaften. Was sind interkulturelle Partnerschaften? Ich habe das mal so ein bisschen recherchiert. Und da versteht man also drunter, unter interkultureller Partnerschaft versteht man die Partnerschaft zwischen Angehörigen verschiedener Nationalitäten, Ethnien oder Kulturen. Und zunächst spielt bei der Verwendung dieses Begriffs die religiöse Weltanschauung keine Rolle. Im Gegensatz dazu steht die interkonfessionelle Beziehung. Jegliche Gesetze oder staatliche Regelungen, die die Wahl des Partners ethnisch, national, kulturell oder religiös einschränken, stehen im Konflikt mit den Menschenrechten auf freie Wahl des Ehepartners. Das ist Artikel 16 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das Problem ist natürlich, dass jeder Staat das selbst interpretiert und regelt und damit für die interkulturelle Partnerschaft oftmals verdammt hohe Hürden aufweist. Das heißt, man kann sagen, je weiter die Dinge voneinander entfernt sind, umso schwieriger wird es, das zusammenzubringen. Und diese Hürden sind für viele Partnerschaften ein Riesenhindernis, Schwierigkeiten, die dann oftmals abhängig sind von der Herkunft, von dem Herkunftsland des einen Partners. Und da gibt es also eine ganze Menge Probleme. Innerhalb der EU ist das weitgehend geregelt. Da gibt es also diese Probleme weniger. Aber sobald hier ein Partner außerhalb der EU dann rankommt, dann wird das also teilweise happig und teilweise auch mit vielen Unterschieden. Ich habe das persönlich erfahren bei meinem Schwiegersohn, der aus Marokko kommt, und meine Tochter hat da einige Tricks angewandt, um das zu regeln, um diese Geschichte dann unter Dach und Fach zu bringen. Also da ist mir auch bewusst geworden, dass unter welcher Not diese Menschen manchmal leiden, die also nichts wollen als ihr Glück und dann eine Menge Steine in den Weg gelegt kriegen. Das dürfen wir nicht vergessen. Da dachten wir mal die Zahlen in Deutschland. Ich habe mal die zusammengesucht, das sehen Sie jetzt hier. In der Bundesrepublik leben, das ist Stand 2015, 1,6 Millionen Ehepaare. Davon sind 2,3 Millionen mit einem ausländischen Partner. Das heißt, 21% der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund oder, um nur anders zu sagen, 7,9% sind komplett Ausländer, also fast 8%. Ja, interkulturelle Partnerschaft. Werfen wir mal einen Blick zurück. Wie war das? Bis Anfang des 20. Jahrhunderts hatten wir nationale Abschottungen. Die Ausnahmen waren die Kolonialmächte, die also schon immer da irgendwelche Leute aus ihren kolonialen Kolonien dann mit ins Land genommen haben. Bekanntestes Beispiel in unserer Nachbarschaft sind die Niederländer, wo also das ehemalig niederländisch Guyana, heute Suriname, diese Leute dort leben, oder Indonesien, das hieß ja früher Hinterindien bei denen. Das sind also solche Ausnahmen. Und in unserer Geschichte hat ja zunehmende Welthandel bis hin zur Globalisierung dazu Riesenveränderungen geführt. Allerdings, die sind politisch, die sind zwar wirtschaftlich dann möglich, aber politisch so schwierig, dass es immer noch schwierig ist, die Menschen miteinander zu verbinden, die vielleicht geschäftlich miteinander zu tun haben, sich da kennen und lieben lernen und dann nicht zueinander kommen können, weil Ja, in der Globalisierung, und wenn sich so Menschen kennenlernen, dann spielt die Nationalität dann keine Rolle mehr. Dann tritt das in den Hintergrund, und wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir wissen, dass wir die Globalisierung und die damit einhergehenden Konsequenzen nicht zurückdrehen können. Das sind Prozesse, auch wenn irgendwelche politischen Gruppen das gerne möchten. Geschichte ist nicht zurückkehrbar. Sie ist unumkehrbar abgelaufen. Wir dürfen auch eines nicht vergessen. Das, was ja auch mal Sinn der Europäischen Union war, dass da, wo Menschen miteinander sind, zusammen sind, begonnen vom Handel treiben bis zum sich begegnen ohne irgendwelche Grenzen. Die führen keine Kriege mehr gegeneinander. Das ist eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft. Und diese Menschen können zueinander finden, da ist das alles kein Problem. Ja,
Welche Arten von Partnerschaften interkulturell kennen wir? Ich habe das mal so ein bisschen zum Verständnis in drei Gruppen eingeteilt. Das sind einmal die, wo ich sage, das ist der gleiche Kulturkreis. Ich sage mal, Mitteleuropa ist der gleiche Kulturkreis, obwohl es da viele Unterschiede gibt. Nordamerika, Südamerika ist in etwa der gleiche Kulturkreis. Die Hintergründe sind gleich, das Verständnis von Familie, Partnerschaft ist ähnlich. Die Bilder ähneln sich, sind nicht immer identisch. Es gibt viele gemeinsame kulturelle Wurzeln. Das Menschenbild ist sich ähnlich. Und es gibt allerdings auch viele Unterschiede im Detail und in den Auffassungen, was wir da also auch nicht vergessen dürfen. Das Familienzusammenleben, das ist zum Beispiel in südlichen Ländern oder in Südamerika was ganz anderes als in Nordamerika oder in Europa oder in Nord- oder Mitteleuropa. Ein großes Problem für diese Partner ist dann nicht mehr die Kultur, das können sie noch irgendwie überbrücken, aber die Sprache. Nämlich nur mit der Sprache kann ich meine echten Gefühle ausdrücken. Das heißt, da, wo die Sprache ein Hindernis ist, da wird die Beziehung schwierig. Und Sprache kann man lernen, es ist ein langer Prozess. Ich habe das auch erfahren müssen durch meinen Auslandsaufenthalt von 10 Jahren. Man kann es lernen, man wächst rein und lernt dann immer mehr, immer tiefer und kann dann in den anderen hineinfühlen in seiner Sprache. Deshalb ist es so ungeheuer wichtig, Kultur und Sprache einfach kennenlernen. Der ausländische Partner, ich nenne mal jetzt ein Beispiel, wenn ein Partner da ist, der aus, ich sag mal was, Brasilien kommt, und er lebt dann in Deutschland, er sollte sich auch deutsche Freunde zulegen. Nicht nur in seinem brasilianischen Kreis, was also hier sicherlich nicht so schwer ist, aber wenn er sich hier in Deutschland deutsche Freunde sucht, dann ist die Integration auch wesentlich leichter. Und das ist so ein ganz, ganz großes Ziel, was wir also nicht vergessen dürften. Wir haben auch wieder Gäste hier und mein Kollege Matthias Hese wird sich also genau mit solchen Leuten unterhalten, die aus gleichem Kulturkreis, aber andere Nationalitäten kommen und sich unterhalten, wie sie diese Probleme gemeistert haben. Ich bitte die Regie, zu meinem Kollegen Matthias Hese mal umzuschalten. Ja, danke Norbert Wagner. Das Thema heute, Sie haben es schon gehört, interkulturelle Partnerschaften. Gäste an meinem runden Tisch sind heute Frau Birsel Agdeniz, 43 Jahre alt, und Herr Günther Henkel, noch 59 Jahre alt, wie wir eben festgestellt haben. Herzlich willkommen in dieser Runde. Interkulturelle Partnerschaften gibt es viele in Deutschland. Und Ladies first, fangen wir mit Ihnen an, Frau Agdeniz. Interkulturelle Partnerschaft. Wie sind Sie zu Ihrem Partner gekommen? Sie sind türkische Kurdin und leben hier jetzt schon die vollen 43 Jahre alt. Aber wie hat sich's entwickelt bei Ihnen? Wie sind Sie zu Ihrem Partner gekommen? Wir haben uns kennengelernt. Wunderbar. Also ganz üblich, ja. Ganz genau. Üblich, wir haben uns kennengelernt. Und wo haben Sie sich kennengelernt? Und wen haben Sie kennengelernt? Jetzt bin ich gerade überfordert. Ja. Sie sind überfordert? Ja, ich habe ihn hier in Deutschland, in Neustadt an der Weinstraße kennengelernt. Ja. Und ja, das ist ich bin Alevitin. Er ist Sünnit. Mhm. Wir sind beide Moslems und Türken. Und das kann man so übersetzen für die Zuschauer, Alevitin und das andere, Sunnit. Mhm. Könnte man es mit evangelisch-katholisch vergleichen? Genau, kann man sagen. So ein Bild. Man weiß, wie es früher war, wie es evangelisch und katholische, dass man nicht unbedingt heiraten sollte, was das dann immer hieß. So ist es bei uns, bei den Türken, aber bei den Moslems auch. Mhm. Jetzt ist das ja atroposiert als, jetzt habe ich es, interkulturell. Was macht das bei Ihnen aus, von dem, was jetzt mein Kollege eben gesagt hat? Es ist schon ein Unterschied, religiösemäßig schon ein Unterschied. Wir haben zwei Kinder, haben schon überlegen müssen, wie die Kinder, in welche Richtung sie erzogen werden oder ob sie ins Moschee gehen oder in diese Gebetshäuser gehen. Wie haben Sie sich geeinigt? Wir haben unsere Kinder beides beigebracht, beides gezeigt und die Kinder durften sich dann aussuchen. Mhm, frei aussuchen. Frei aussuchen. Früher war das ja so gewesen, jetzt mit dem älteren Ehepaar, da hatten wir in einer Sendung, die haben gesagt, ja klar, früher war das so, wie die Mutter. Die Mutter erzieht die Kinder. Das war jetzt nicht das Thema gewesen. Nein, bei uns, bei den Türken oder bei den Moslems heißt es so wie der Vater. So wie der Vater? Ja, heißt das also bei uns. Das ist schon mal der Unterschied
dieser interkulturellen Beziehung. Sprachliche Unterschiede gab es da bei Ihnen? Wir sprechen noch Kurdisch. Kurdisch? Kurdisch, aber Türkisch sprechen wir auch. Aber mein Mann spricht nur Türkisch. Nur Türkisch, also ja. Kein Deutsch? Doch. Doch, auch Deutsch. Also drei Sprachen. Aber kein Kurdisch. Kein Kurdisch. Kein Kurdisch? Okay, aber es sind drei Sprachen in dieser Beziehung drin, ja. Wovon nicht jeder alles versteht, sozusagen. Genau. Hauptnenner ist welche Sprache dann? Deutsch. Deutsch, nicht Türkisch dann? Deutsch. Deutsch. Wegen den Kindern. Ja. Die Kinder, haben die noch einen Bezug zu einer Sprache oder können alle Sprachen verstehen und sprechen? Die sprechen halb Türkisch, aber nicht perfekt. Mhm, okay. Ja. Das heißt also, wenn Sie mit Ihrer Familie Ihre Eltern besuchen, Ihre Eltern leben hier, ne? Ja. Das haben wir ja gesagt, oder Großeltern besuchen und das jeweilige Land gehen, können Sie sich mit denen unterhalten, können kommunizieren miteinander. So richtig? Sehr schlecht, aber es geht. Sehr schlecht. Ja. Ist das was Besonderes für die Kinder, wenn sie in diese Länder denn fahren, immer noch nach so vielen Jahren? Sie haben jetzt wie viele Kinder? Zwei Kinder. Ja, na klar. Das ist auch irgendwie, die wissen, dass es die Heimat von den Großeltern ist. Mhm. Ist schon was Besonderes. Ist schon was Besonderes, ja. Und freuen sich drauf? Ja. Und haben das gelernt. Sich, ja. Und zeigen auch zunehmend Interesse an diesem Land, ja, doch, an dieser Kultur? Ja, die zeigen auch Interesse, wollen auch die Kultur wissen und probieren auch die Sprache besser zu lernen. Doch, die Interesse ist schon da. Also haben die Eltern wirklich was Spannendes in die Familie gebracht, was eigentlich lange währt, so ungefähr. Ja. Also wir könnten da quasi nicht mithalten. Alles Deutsch, 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 nichts Besonderes, nein. Herr Henkel, wie ist das bei Ihnen? Sie leben auch in einer interkulturellen Beziehung. Wie ist es dazu gekommen? Ja, meine Frau, gebürtige Tschechin, ist vor circa 35 Jahren mit ihrem damaligen ersten Mann und Kind politisch aus der Tschechoslowakei geflüchtet. Wir haben uns dann im Jahre 2001 kennengelernt, auch für mich der zweite Versuch. Und dann im Jahr 2003 haben wir dann auch geheiratet. Die Sprache war insofern kein Problem, solange wir hier sind, da meine Frau ja in den 30 Jahren ganz gut Deutsch gelernt hat. Es wurde erst dann ein Problem, wenn wir nach Tschechien gefahren sind, weil das für mich sehr schwer ist. Zum einen lerne ich sehr schwer Sprachen. Und wenn man dann immer nur für ein paar Tage in Tschechien ist, ist es sehr schwer, sich dort einen Wortschatz zu erarbeiten, der eine flüssige Unterhaltung zulässt. Ich kann zwar überleben, ich habe meine 500 Worte, damit komme ich durch, aber es ist sehr schwer, eine, ich sag mal, gepflegte Unterhaltung zu führen. Macht aber insofern nichts aus, da Teil der kulturellen Unterschiede unter anderem auch ist, dass die Tschechen wesentlich weniger Wert auf das gesprochene Wort legen, wie zum Beispiel auf das, wie tritt man dem anderen gegenüber. Körpersprache, das Lächeln, diese ganze Empathiefrage. Also das Nonverbale. Nonverbale wird in Tschechien ganz anders wahrgenommen wie bei uns. Okay, also die Sprache ist nicht von Bedeutung. Wie haben Sie sich denn am Anfang da so bewegen können? Ist Englisch da Usus? Sie hat ja, da sie ja 30 Jahre schon in Deutschland lebt, war Deutsch natürlich die Sprache, in der wir uns verständigt haben und war, wie gesagt, kein Problem. Also Ihre Frau hat nicht gesagt, Mensch, du findest mich jetzt interessant, jetzt schicke ich dich mal zur VHS, besuche jetzt mal endlich einen anständigen Tschechischkurs. Ich wollte es, aber da nur drei Interessenten da waren, wurde der Kurs wieder abgesagt. Aber haben es immer wieder probiert. Ja. Bei der VHS gerade auch, ich kenne das jetzt so von Mainz, weil ich da auch Kurse halte, ist ja ein Riesensprachangebot. Sprache, wie macht man das bei Ihnen in der Familie? Wie wird da gelernt? Wie wird diese Sprache gelernt? Eigentlich nur im Dialog in der Familie, außerhalb der Familie oder der berühmte VHS-Kurs stellvertretend für alle anderen Kurse? Im Dialog. Im Dialog, ja. Wir haben auch dieses deutsch-türkische Gespräch. Wir haben deutsche Wörter und türkische Wörter, was uns gerade in dem Moment einfällt. Ja, so führen wir manchmal unsere Gespräche. Ich habe kürzlich einen Kurs sogar hier im OK besucht. Waren viele junge Teilnehmer dabei und da haben sich zwei junge Frauen unterhalten und die switchen einfach hin und her zwischen Türkisch und Deutsch. Ich konnte gar nicht so schnell staunen, ich nenne es mal so, wie die hin und her switchen konnten. Ich war fasziniert. Ist das denn, können Sie das so ähnlich beschreiben? Doch, so ist es. Ja. Also da werden immer wieder Worte eingeflochten und das ist so ein Crossover dann nachher. Genau, weil wir dann die Worte zum Beispiel auf Türkisch gar nicht so kennen, wie jetzt Handy. Ja. Einfach Handy ist halt wirklich so ein Ding, dann sagen wir irgendwas Türkisches, dann wenn wir mit dem Telefon was haben, das Handy dann und dann reden wir weiter auf Türkisch. Denn bildet sich ja letztendlich eine dritte oder eine obere Sprache, die der Wechsel ist.
Wird das ein bisschen komplizierter, wenn die Kinder und Sie wieder im Lande sind, dass man doch in Gedanken wieder so ein Deutschwort oder sowas einflechtet, versehentlich? Das passiert. Mhm. Darum, ich habe zum Beispiel selbst eine Schwester, sie ist Lehrerin, weil wir öfters so gesprochen haben, hat sie dann im Unterricht gestanden, hat gesagt, weißt du, dann, das war so schwer. Ich habe dann das deutsche Wort dafür gesucht. Ich wollte jetzt nicht das Türkische sagen. Und sie hat sich als Aufgabe gemacht, nur eine Sprache zu sprechen. Sie switcht nicht mehr. Sie sagt, da habe ich Probleme im Unterricht, wenn ich schwitze. Damit kriege ich Probleme. Jetzt frage ich aber Sie, ist das noch Zeitgeist, wenn einer sagt, monokausal eine Sprache? Bei WhatsApp, wenn ich das so sehe, da switchen die ja auch hin und her. Oder ist das jetzt eine neue Entwicklung? Henkel, ich frage Sie, dass man ruhig mal mixen darf? Also, das ist ja ein Thema, unabhängig von der Frage Migrationspartnerschaft oder nicht. Das ist ja im Moment Hype überhaupt. Englisch als die Weltsprache Nummer eins, die müssen Sie einfach beherrschen. Mhm. Auch in Tschechien kommen Sie heute bei der Jugend hervorragend mit Englisch weiter. Mhm. Die Alten sprechen noch ein bisschen Deutsch, aber die Jungen sprechen alle Englisch. Mhm. Das war eigentlich die eigentliche Frage mit Englisch im Lande. Ne? Genau. Ja. Mhm. Das heißt also, Sie können sich selber auch mit Englisch gut bewegen dann nachher. Genau. Interkulturell. Gibt es noch Besonderheiten jetzt im Laufe Ihrer Beziehung jetzt? Sie kennen sich, sind ja verheiratet seit, wie Sie haben gesagt, 2003. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt gewöhnungsbedürftig, darüber muss ich nachdenken? Oder wie gehen Sie damit um? Am Anfang fällt Ihnen das erst gar nicht auf. Sie denken, dass bestimmte Eigenschaften in der Person des Gegenüber liegen, akzeptieren das so und erst im Laufe der Reise merken Sie, aha, das ist ja vielleicht ein Teil der Kultur aus dem Land, aus dem sie kommt. Mhm. Zum Beispiel die Fähigkeit zu improvisieren. Meine Frau ist jemand, die fantastisch ist im Improvisieren. Mhm. Da dachte ich auch, eine tolle persönliche Eigenschaft von ihr. Dann fahren Sie nach Tschechien und im Laufe der Jahre merken Sie, das ist eine kulturelle Eigenschaft der Tschechen. Mhm. Meister im Improvisieren. Mhm. Wir sind eher die, die planen und vorausschauen und wollen es ganz klar haben. Und dann sagen die Tschechen, nee, das ist nicht so unser Ding. Wir sind eher die Meister im Improvisieren. Sie präferieren die Planung, höre ich raus? Kann ich das bin sein? Beruflich Produktionsplaner gewesen. Ja. Von daher war das ein Punkt, wo wir schon gemerkt haben, da ticken wir ein bisschen unterschiedlich. Aber ist das nicht eine wunderbare Ehe in der Ergänzung? Selbstverständlich. Ne? Also das, was auch trennt, Sie sehen ja auch diese Differenzen interkulturell, was schwingt da damit mit meinen Fragen, wo sind denn die Differenzen? Und sind die Differenzen so hart, dass es eher trennend ist? Oder sucht man Lösungsansätze, wie man es wieder miteinander verbinden kann? Oder wie kommt man über den Alltag letztendlich? Ne? Ja, Sie können das auch erst erkennen, wenn Sie dann natürlich auch öfter in der Heimat sind. Also erst durch viele Besuche in der Tschechien haben Sie überhaupt die Chance zu reflektieren, habe ich es hier mit einer persönlichen Eigenschaft meiner Frau zu tun oder ist das eher ein gesamtkulturelles Phänomen des Landes? Das akzeptieren Sie eher, ne? Das Letzte, kann das sein? Ja. Ach ja, es war ja keine Vernunft eher. Nach dem Motto, das andere kannst du abstellen, das ist Lebensstil, aber das andere akzeptiere ich noch. Also sehen Sie schon, Sie differenzieren da sehr stark, was ist der Kontext, der gesellschaftliche Kontext und was ist Konvention und was ist Ihr persönlicher Lebensstil dann? Das sind ja immer zwei Sachen, die mitschwingen. Ist das bei Ihnen ähnlich? Dass das sagen, das ist eine Eigenheiten von dem Land, wo er herkommt, oder das ist jetzt seine persönliche Sache? Doch, das ist bei uns auch so. Auch so. Ich komme aus dem Osten und bei uns ist es auch kulturell alles ein bisschen anders als bei ihm. Das merkt man schon. Im Laufe der Jahre sind Sie zufrieden oder suchen Sie noch irgendwo nach Lösungsansätzen für Dinge, die nicht so reibungslos laufen? Man muss immer wieder Lösungsansätze suchen, selbstverständlich. Ja. Muss man. Es gibt immer wieder Konflikte, aber es läuft gut. Ja. Sie haben ja auch mit Menschen zu tun, die auch Migrationshintergrund haben und dergleichen. Jetzt mache ich ja auch Beratung, Coaching, Partnerschaftsberatung. Gibt es so Momente, wo Sie sagen kann, geh doch mal in einer Partnerschaftsberatung, wäre das ein Lösungsansatz oder wie kann man Menschen helfen, die dieses Interkulturelle nicht so ganz zusammenkriegen? Es ist na klar sehr gut, Beratungen zu besuchen und hinzugehen. Aber das Problem ist, Sie als Deutsche, Christen würden Sie schon ein Problem haben. Und Moslems, wir haben eine ganz andere Kultur. Wir kommen aus einer ganz anderen Kultur und die Religion und alles, es ist schon schwierig. Wen würden Sie da als erste Wahl nehmen, wenn Sie einen Berater suchen? Also das heißt, Sie nehmen einen Coach aus diesem Kulturkreis, jenem und anderen, genau, nachher, der das Verständnis dann mitbringt dann nachher.
Na gut, er ließe sich dann auf eine oder andere Seite ziehen. Die andere kann er nicht unbedingt kennen. Wir haben das gleiche Problem bei Friedensmediatoren. Ja, wer ist geeignet für einen Friedensmediator, wenn er einen zum Beispiel einen arabischen Kulturkreis kennt, wenn er mit Leuten zu tun hat, die bei den Arabern Probleme und dergleichen. Mhm. Genau. Gibt es viele Konflikte, die Sie jetzt so benennen könnten in Paarbeziehungen? Nee, würde ich jetzt nicht so. Nee. Nicht so sagen. Gibt es auch, ich bin da neugierig, auch wirklich Scheidungen und sagen, es lässt sich nichts überbrücken? Ich sehe das vor dem Hintergrund, dass natürlich die Religion eine bedeutende Rolle bei Ihnen spielt. Ja, na klar gibt es das auch ein Problem. Ich denke einfach, dass die Erziehung, auch wenn man jung ist und erfahren hat, oder eine ganz andere Denkweise hat im Alter, aber doch zu seinen Wurzeln zurückkommt, und dann stellt man halt fest, upla, das ist doch nichts für mich. Ich bin in eine falsche Beziehung drin, weil er wird gerne in seine Wurzeln zurückkommen und wird es nicht schaffen, weil es einfach eine andere Religion, andere Wurzeln der Partner hat. Ja, ne, das ist, ich sehe das in diesen Kulturkreisen so, die Wurzeln sind sehr, sehr stark, geprägt durch die Religion. Ich denke, ich sehe das so richtig. Ja. Jetzt gibt es aber noch die Möglichkeit, in meiner Persönlichkeit verankerte Dinge zu verändern. Kann man da noch so differenzieren? Man muss bereit sein, immer zu lernen. Mhm. Meine Frau, wie vorhin erwähnt, ist aus politischen Gründen damals aus der Tschechoslowakei geflüchtet, einem klassisch kommunistischen Staat. Und sie ist wirklich erschrocken, als dann ich hier das erste Mal von anderen als Genosse angesprochen worden bin. Mhm. Da ist sie ganz aus dem Stand heraus mit etwas konfrontiert worden, wo ich gemerkt habe, dass es eben noch nicht ganz verarbeitet. Skepsis war da. Umgekehrt muss ich natürlich auch mich mit der Geschichte ihres Landes auseinandersetzen, um einfach bestimmte Entwicklungen beurteilen, werten zu können, um dann auch festzustellen, wie hat sich die Position meiner Frau zu ihrem eigenen Land im Laufe der Jahre vielleicht verändert. Was in Tschechien passiert, das ist ja Wahnsinn von der Geschwindigkeit her, was da in den letzten 15, 20 Jahren passiert ist. Meine Frau lebt hier und schaut genauso bewundernd in ihr Land, was sich dort alles verändert. Mhm. Und da begleiten wir uns gegenseitig so ein bisschen, um das richtig einschätzen und bewerten zu können. Das ist, was da eher der religiöse Hintergrund ist, dort mehr der politische Hintergrund. Liege ich da so richtig, dass in der Aufarbeitung der politischen Vergangenheit? Die historische Realität, die gesellschaftliche Realität, die sich doch in den Jahren, wo sie hier ist, auch dort erheblich verändert hat. Und das ist schon spannend. Wie oft sind Sie wieder in der Tschechei? Also meine Frau fährt 2 bis 3 Mal im Jahr für eine Woche jeweils rüber. Und ich schaue, dass ich auf jeden Fall einmal dabei bin. Mhm. Immer noch so prickelnd wie beim ersten Mal? Absolut, eben weil wir von Besuch zu Besuch eben diese Veränderung wahrnehmen. Mhm. Welche Stadt ist es hauptsächlich? Ich habe immer Prag vor Augen. Nee, das ist Zlín. Zlín ist eine Stadt ganz im Osten von Tschechien, nah an der slowakischen Grenze. Ein bisschen unterhalb von Olmütz oder von daher ganz, ganz lang, im Osten eigentlich. Kommen wir mal auf was Angenehmes, Herr Henkel, das Essen. Ich habe jetzt immer Prag, verzeihen Sie es mir, Prag vor Augen, wir sind mit dem Chor da gewesen, da habe ich diese wunderbaren Servettenknödel gegessen, die ja ein Dreieck bilden letztendlich. Ja. Die haben eine wunderbare, üppige Küche, kann man ja so sagen. Wie ist es Ihnen da ergangen? War das kulinarisch für Sie reizvoll? Das ist eine ewige Herausforderung. Meine Frau kocht hervorragend. Ja. Das ist übrigens auch ein bisschen kultureller Eigenheit von Tschechien, weil es dort eine ganz klare Zuordnung gibt. Frau kocht und ist Chefin im Haus. Das hat aber nicht so sehr wie unsere Darstellung von Heimchen am Herd zu tun, sondern das ist mehr eine Aussage, ich mach's lieber selber, dann weiß ich, was passiert. Und sie hat es auch gelernt und von daher in der Tradition von Böhmen und Mähren eine fantastische Küche. Mhm. Er spricht für einen guten Organisationsgrad, wenn sie die Hausherrin sozusagen ist. Ja, ich habe selber vor dieser Ehe eigentlich ganz passabel gekocht. Aber seit dieser Ehe ist mir der Zugang zur Küche verwehrt. Weil da ist sie ganz klar die Chefin. Wie nutzen Sie die Gelegenheiten, bei Freunden zu kochen oder zu grillen zumindest? Ich nehme es, wie es kommt. Und das tut mir Okay. Also Sie belassen das erstmal? Ja, ich habe mehr so die logistischen Aufgaben, nicht den Müll rausbringen und so. Okay, dann haben wir was gemeinsam. Wie ist es bei Ihnen? Was macht das Interkulturelle aus, was Essen angeht, den Habitus, Rituale und dergleichen? Gibt es da Besonderheiten, die Sie da erwähnen könnten in Ihrer Beziehung? Nee, Essen ist das Gleiche,
kulturell ist innerhalb, die Fastenzeiten ändern sich, die haben den Ramadan, die haben die 12 Imame, bei uns ist es so 12 Tage Fasten, ist es aber, es geht, man kann sich aufeinander einspielen. Also das Rituelle, das funktioniert dann in dieser Beziehung, ne? Ja. Ja, das war mal ganz interessant, mal zu beleuchten, verschiedenen Perspektiven mal bei Ihnen, Herr Henkel, bei Ihnen, Frau Agdenes. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie mir Einblick gewährt haben in Ihr Beziehungsleben. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, dass alles funktioniert. Vielleicht haben Sie doch noch mal die Chance zu kochen, sich noch mal zu beweisen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich gebe zurück an meinen Kollegen Norbert Wagner. Ja, vielen Dank, Matthias Hese. Wir haben einen, denke ich, sehr, sehr vielschichtigen Einblick bekommen in interkulturelle Partnerschaften, wo Probleme, Schwierigkeiten, aber auch Möglichkeiten sind und Chancen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Bei allem, es kommen ja Bereicherungen dazu. Ich kann ja immer überlegen, ob ich eine Partnerschaft mit einem anderen Kulturkreis als belastend oder bereichernd ansehe. Und das ist meine eigene Entscheidung, wie ich die dann treffe. Jetzt haben wir uns ja hier mit den Kulturen unterhalten, die also ähnlich der unseren gelagert sind. Es gibt ja dann noch zwei weitere Bereiche. Ich sag mal, der eine grobe Bereich ist der ganze asiatische Bereich. Vom Prinzip bestehen da dieselben Probleme, wie eingangs in der Sendung schon gesagt. Nur, was ganz wichtig ist, der asiatische Partner spricht in der Regel, das ist wie bei allen Zahlen, die Regel, das Mittel, spricht in der Regel nicht über seine Gefühle. Denken Sie nur dran, das Land des Lächelns, doch wie es da drinnen aussieht, das geht niemand was an. Asiatische Menschen haben in der Regel eine große Anpassungsfähigkeit. Sie sind flexibel, wir kennen das aus dem täglichen Leben heraus, in allen Berufsdingen, aber auch im Beziehungsleben sind sie flexibel. Und die vielen Lebenseinstellungen, die decken sich auch mit den westlichen, sodass das scheinbar relativ unkompliziert aussieht. Aber wie immer steckt der Teufel ja im Detail. Ja, Gleichwertigkeit unter Beachtung der Verschiedenheit, das ist wesentlich für das Gelingen einer solchen Partnerschaft. Nämlich die Kulturen sind verschieden. Ich bleib mal bei den Religionen. Allein die unterschiedlichen Religionen, die also, wir haben in unserem, mit unserem christlichen Hintergrund einen bestimmten Ablauf, das kennen wir alles. Wir kennen von Islam, da werde ich noch gleich drauf zu sprechen kommen, die ganz starren Regeln. Und jetzt in den asiatischen Kulturen, ohne dass ich da Spezialist bin, darf man sagen, das ist eine Privatsache. Und das ist der Punkt, der dann also auch sich privat abspielt. Das heißt, die Partner müssen lernen, dass der andere in dieser Beziehung anders ist, einen anderen religiösen Hintergrund hat. Und die Religion ist oftmals auch eine Lebensphilosophie, die sich dann widerspiegelt. Das ist ganz, ganz wichtig, das im Auge zu behalten. Und der asiatische Partner, ob männlich oder weiblich, der erwartet auch seinen Freiraum dafür und vor allen Dingen das Verständnis. Aber Verständnis sollte ja eigentlich für jede Beziehung sowieso eine Voraussetzung sein, dass man Verständnis füreinander hat. Das heißt, hier wird eine große Toleranz erwartet. Und Toleranz ist dann wieder das Wichtige, was in allen interkulturellen Partnerschaften ist, die erfordert Übung, sie muss gelebt werden und sie ist nicht so ohne weiteres zu praktizieren. Ein weiterer Bereich ist die Partnerschaft mit arabischen oder muslimischen Kulturen. Und diese Kulturen haben ja die Religion, durch ihre Religion ein völlig anderes Menschenbild. Das heißt, hier deckt sich eigentlich von unseren Familienvorstellungen und so weiter nur noch sehr, sehr wenig mit unseren Vorstellungen. Und das führt dann zu Problemen. Ich meine, heute wissen ja, wir sind ja vernetzt miteinander, hier Internet und was weiß ich, alles Mögliche. Jeder kann ja über jeden alles erfahren. Und ich bleib mal bei meiner Familie. Meine jüngste Tochter ist mit einem Marokkaner verheiratet, der in Europa lebt. Der Mann wollte immer nach Europa. Er hat natürlich durch Internet und Fernsehen alles Mögliche gesehen über Europa, aber das persönliche Erfahren ist was ganz anderes. Nämlich der Hintergrund dort ist ein ganz, ganz anderer und das kulturelle Bild von Mann, Frau, Familie und so weiter und Religion insbesondere ist auch ein ganz, ganz anderes. Ein Riesenvorteil, man kann sagen, diese Männer, das sind Meister im Flirten. Die bezirzen jede Frau und die Frauen hören dann eigentlich das, was sie eigentlich sonst von den deutschen Männern nicht mehr hören. Nur, man darf nicht vergessen, das sind alltägliche Phrasen.
Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das gehört dazu, wie wir Guten Morgen sagen, die üblichen Geschäftlichkeitsregeln beachten, Anstandsregeln beachten. So gehört das Flirten da auch dazu. Geschenke, Blumen und so weiter. Ich weiß, als ich zum ersten Mal in Marrakesch war, um die Familie dort zu besuchen, da wurden also für die Braut, das heißt meine Tochter, die flog mit mir hin, brachte der Bräutigam einen riesen Blumenbouquet mit einem Korb voller Rosen und so weiter und so weiter. Ja, okay, dann ist das aber auch der äußere Ausdruck, der noch nichts über die innere Einstellung sagt. Die Frau wird geschätzt, solange sie verehrt wird. Das andere kommt man noch gleich drauf zu sprechen. All das gilt nur während der Werbephase. Nämlich, ansonsten herrscht ein anderes Grundverständnis von Partnerschaft. Der wesentliche Unterschied ist der, dass die Partner nicht gleichwertig sind. Der Mann hat immer das Sagen, das ist einfach so. Und er hat das letzte Wort. Und das Geschlechterbild weicht auch von dem von uns in unserer Kultur ab. Die Frau gehört dem Mann. Er hat sie geheiratet, sie gehört ihm. Der Mann ist der Chef. Das ist einfach so. Jetzt können wir sagen, um mal beim Beispiel meines Schwiegersohns zu bleiben, er hat nichts anderes gelernt. Und das sehen wir auch bei uns hier, wenn also Kinder spielen auf der Straße, die Jungs geben den Ton an, die sind der Chef, die werden so erzogen, wenn sie vor diesem Hintergrund leben, also in muslimischen Kulturen. Und dann sind sie der Chef und so werden sie erzogen und behandelt. Jetzt kommt das Problem dazu, auch wenn der Mann will, der kann ja nicht aus seiner Rolle raus. Nämlich, wo soll er hin? Er hat keine andere Rolle, nur die hat er gelernt und da steckt die Schwierigkeit drin. Jetzt kommt noch die Religion hinzu. Der Koran legt alles fest. Interpretationen sind nicht möglich oder fast nicht möglich. Und da, wo der Islam dann noch Staatsreligion ist, wird es also noch ganz kritisch. Nämlich die Gesetze orientieren sich dann an den religiösen Gesetzen. Und religiöse Gesetze, wir sagen zwar bei uns, Religion ist Privatsache, das darf dort nicht sein und wird auch nicht gemacht. Ich möchte Ihnen mal berichten, ich hatte ja eben meinen Schwiegersohn erwähnt, ich hatte mit ihm er lebt jetzt 3 Jahre in Europa, in Rotterdam, und ich habe mit ihm ein Gespräch geführt. Ich hätte ihn gerne nach hier genommen, er war auch bereit mitzukommen, allerdings seine Deutschkenntnisse sind noch nicht so, dass wir das Gespräch hier führen könnten. Und es hätte auf Niederländisch gemacht werden müssen. Deshalb berichte ich Ihnen einfach von diesem Gespräch. Und zwar, ich habe ihn gefragt, was denn für ihn jetzt so das anders ist in seiner Kultur. Wie gesagt, er wollte immer nach hier. Und da sagte er zu mir, so sinngemäß, ich musste lernen, dass ich als Mann nicht für alles verantwortlich bin. Also das muss man sich vorstellen. Die Männer aus diesen Kulturkreisen fühlen sich für alles letztendlich verantwortlich. Er musste lernen, dass Gleichwertigkeit bedeutet, dass er für seine Frau auch nicht verantwortlich ist. Sie hat die Verantwortung für sich und sie haben den gleichen Wert. Und das zu lernen, ist nicht einfach. Er hat gelernt, dass er alles regeln muss. Er die Verantwortung hat und das, was er dann anordnet, auch getan wird. Nur, ich sage es mal ganz salopp, bei meiner Tochter beißt er da auf Granit. Das ist ein schmerzlicher Lernprozess für ihn. Oder was also da auch in dem Kulturkreis ist, man geht nicht Hand in Hand. Das haben die zwar inzwischen gelernt, also er hat es gelernt, aber es fällt ihm doch noch schwer unter völlig fremden Menschen. Und wenn die beiden nach Marokko die Schwiegereltern besuchen gehen, ist das ein Tabu. Dann ist, wie wir das kennen, die Frau läuft dann maximal 1 Meter neben ihm, aber meistens hinter ihm, mit den anderen Frauen zusammen. Das ist dort normal. Zweisamkeit ist nicht üblich. Er musste lernen, dass er hier zu zweit ist mit seiner Partnerin, mit seiner Frau. Und dort ist es so, dass Zweisamkeit immer heißt, dass andere Frauen auch noch dabei sind. Es ist nie Mann und Frau allein zusammen. Das lässt man nur in ganz bestimmten Situationen zu, wenn es ums Anbahnen geht, damit die zwei zueinander finden. Die Familie ist dort das Wichtigste. Die Familie ist das A und O. Und die Mutter steht an ganz oberer Stelle. Aber der Mann ist immer der Chef. Also das heißt, in der Achtung steht die Mutter oben, nicht das Sagen haben. Frauen werben nie um einen Mann und ein Mann wirbt auch nicht um eine Frau.
Das geht also nur über Vermittlung und so weiter. Das heißt, wenn ein Mann eine Frau findet, die er attraktiv findet, wo er denkt, ja, mit der möchte ich mal gerne zusammenkommen und mich mal treffen, dann kann er nicht zu der hingehen, kann sagen, na Mädchen, können wir uns mal irgendwo zusammensetzen auf eine Tasse Kaffee? Nee, er muss dann wieder jemanden anderen fragen, der dann möglichst über die Eltern dieses Mädchens anspricht, dass da irgendwo ein zufällig arrangiertes Zusammenkommen zustande kommt. Also das ist ein Punkt, wo also ein Riesenunterschied da ist. Und deshalb ist es auch für gerade meinen Schwiegersohn so schwer gewesen zu sehen, dass die da rumgehen, da wird getanzt, wild durcheinander und so weiter. Es war für ihn fast ein Kulturschock. Ja, unter den Voraussetzungen ist da unten natürlich ein echtes Kennenlernen nicht möglich. Aber da die Gesetze des Gehorsams bestehen, ist das also dann später auch kein Problem. Es wird alles vermittelt und geregelt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie schwierig es wird, wenn so ein Paar zusammenkommt, welche Bereitschaft da sein muss, um die andere Kultur kennenzulernen. Und wenn ich bei dem Beispiel meiner Tochter bleibe, sie lernt diese Kultur kennen und verstehen, sie lässt sich nicht assimilieren. Und er lernt die andere Kultur auch kennen, unsere Kultur, kennen und verstehen und die positiven Teile wertzuschätzen. Ein positiver Teil der anderen Kultur ist ja zum Beispiel, dass durch diese Generationen zusammenleben im Grunde eine Versorgung, wie sie bei uns noch vor 100 Jahren in den Höfen, in den Familien gesichert war, von jung bis alt, dass das dort noch gewährleistet ist. Und das ist ein Gut, das sollen wir auch schätzen. Und das sind also Punkte, wo wir uns alle eine Scheibe dran abschneiden können. Andererseits, so sind wir wieder bei dem Bereich, kann jeder vom anderen lernen, ohne dass er sich verkaufen muss. Und das ist die Bereicherung, die in der interkulturellen Partnerschaft drinsteckt. Das Thema ist also mit diesen Aspekten sicherlich nicht erschöpfend behandelt. Ich möchte also nur darauf hinweisen, dass unglaublich viele Chancen da sind, aber auch unwahrscheinlich viele Risiken. Und man sollte nicht blauäugig in diese Beziehungen reingehen. Machen Sie sich bewusst, auf was Sie sich einlassen. Den Menschen kennenzulernen, sei es jetzt den sowieso schon von einer anderen Kultur, die noch unserer ähnlich ist, aber hier noch von einer ganz anderen Ethnik und Zugehörigkeit zu Religionsgruppen und so weiter, das ist eine echte Aufgabe und nehmen Sie die nicht auf die leichte Schulter, wenn Sie sowas angehen. Es ist schön, aber sind Sie sich auch dem Ernst der Situation bewusst und Lebensaufgabe, Liebe heißt ja Aufgabe, da haben Sie was zu tun und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Und wir werden uns in der nächsten Sendung noch mit einer weiteren Reihe von besonderen Partnerschaften beschäftigen. Ich danke für Ihr Interesse und für Ihr Zuschauen.